Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat und zu einem neuen Klemmbaustein-Video. Heute bauen wir was zusammen von der Firma Bluebricks. Das ist eine deutsche Firma, also mal ganz was anderes. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr seht, wir haben hier eine recht unaufgeregte Pappverpackung. Da steht auch gar nicht so viel drauf, außer wo man die guten Leute hier findet. Also in Flörsheim. Und ja, ich bin gespannt, denn hier drin steckt die Viper. Ein richtig cooles Set. Wie ich das gesehen habe, dachte ich sofort, muss ich haben. Denn ja, ich liebe ja Star Wars, ich liebe Star Trek und ich habe auch immer sehr gerne Battlestar Galactica geguckt. Im Vorspann habt ihr ja schon gesehen, um was es jetzt genau geht, um die Viper. Einmal aus der Originalserie Battlestar oder Kampfstern Galactica zu Deutsch. Aus dem Jahr 1978 ist das gelaufen. Also als ich noch ein Kind war, habe ich das immer sehr gern geschaut, damals auf RTL Plus. Ja, Kampfstern Galactica. Und dann gab es ja noch die sehr, sehr gute Neuauflage aus den, wann war denn das, frühe 2000er, 2005, 6, 7, so um den Dreh rum. War auch absolut sehenswert. Wer das noch nicht geschaut hat, schaut es euch mal an. Kampfstern Galactica, Battlestar Galactica. Beides sehenswert, einmal im Retro-Gedanken und einmal in der Neuauflage. Aber heute bauen wir unsere eigene Viper mal zusammen. Ihr könnt die Sachen hier bestellen, wohl aktuell nur, so wie ich das gesehen habe, hier auf der Bluebricks-Seite. Ich verlinke euch das später in der Videobeschreibung. Und dieses Set hier hat insgesamt 397 Teile und kostet, ja, 25 Euro. Und die haben noch ganz, ganz viele andere Sets, aber keins, das mich jetzt hier auf Anhieb als Science-Fiction-Fan so sehr angesprochen hat, wie die Viper. Von daher packen wir das Teil jetzt mal direkt aus. Ich mache mal hier die Verpackung auf und da bekommen wir sofort einen Hinweis. Download der Anleitung auf der Bluebricks-Seite. Das heißt, hier ist keine Anleitung mit dabei, was natürlich zum einen ja sehr nachhaltig ist, denn weniger Papiermüll und zum anderen ja, kann man dann mal mit dem Tablet hier bauen, denn ihr geht dann einfach auf die Bluebricks-Seite und ladet euch dann hier die Anleitung runter. Hier habe ich sie nämlich schon. So soll die Viper im Endeffekt mal aussehen, das was alles hier drin steckt. Und ja, ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert und die Anleitung sieht auf den ersten Blick sehr gut verständlich aus. Ja, also ihr seht, da werden auch nur ein paar Teile immer verbaut, mal hier sechs, mal da sechs Teile und ja, schöne große Darstellungen. Ich denke mal, damit wird sich gut bauen lassen, aber das finden wir nachher noch raus. Was habe ich hier noch mit drin? Ah ja, genau, das hier war die Rechnung. Ja, ihr seht, 24,95 plus ein bisschen Versand. Und dann kann man hier loslegen. Leider sind die Sets hier nicht immer direkt erhältlich, wenn man die kaufen möchte. Denn ich schätze mal, es liegt am Steine-Nachschub. Denn die Steine oder das Design wird ja hier in Deutschland gemacht von Bluebricks. Aber die Steine, soweit ich das weiß, die werden dann direkt aus China bestellt. Und dann werden die Sets hier zusammengestellt in so schönen kleinen ja, Zipptütchen. Das ist auch schon was anderes, wie man das von Lego oder von Lepin oder Decool her kennt. Also das sieht noch richtig schön handzusammengestellt aus. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber daran wird es wohl liegen, denn die Steine müssen erstmal aus China hier rüberkommen. Ich weiß auch nicht genau, welchen Hersteller sie dort beauftragen. Ob das jetzt hier aus der Lepin Fabrik kommt oder von Xingbao oder was es da noch so alles gibt. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Qualität und wie es sich dann hier mit den Steinen bauen lässt. Insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 kleine Tütchen und die verteile ich jetzt mal auf meine Teller und dann legen wir einfach mal los. Ja. So, ich habe jetzt die ersten 4 Bausteps hinter mir. Mit der Anleitung lässt es sich gut bauen, aber es ist durchaus etwas, ich sag mal, anspruchsvoller als Lego-Bauanleitungen. Und zwar aus folgendem Grund. Erstmal, ihr seht immer, das, was gebaut wird, ist hier mit so einer leichten roten Umrandung dann markiert. Das sind also die Steinchen, die hier neu dazugekommen sind. Ja, da muss man schon manchmal ein bisschen genauer hinschauen, ist aber völlig in Ordnung. Aber was ich jetzt hier als etwas anspruchsvoller finde, auch wenn hier zum Beispiel in dem Baustep 4 nur 5 Teile verbaut werden, dann muss man erstmal genau hinschauen, wie sind die denn verbaut? Denn ihr bekommt das nicht, ich sag mal, so idiotensicher präsentiert, sondern müsst auch mal mitdenken, wie jetzt hier die 5 Bauteile hier reingebracht wurden. Nämlich, ganz tricky, eine interessante Bautechnik übrigens, die wurden so verbaut.
Und so kommen sie dann nachher hier rein. Das sieht man jetzt nicht für jedes Teil einzeln, sondern hier von diesem 2x3er, ja, sieht man hier hinten noch die beiden Noppen. Und dann muss man sich das so denken, dass man hier die erstmal so zusammensteckt, quasi hier eine kleine Bauumkehr erreicht. Und das wird dann hier einmal so draufgelegt und nur hier mit diesen beiden Noppen dann befestigt. Na, ich probiere das mal hier einhändig hinzubekommen. So, einmal festgedrückt. Ja, oder weggeflogen. Einhändig ist immer etwas schwierig, aber ich packe das schon. Das kriegen wir alles hier hin. Also einmal hier dann festgedrückt. Und somit haben wir jetzt plötzlich hier Noppen, die nach oben weggehen. Genau wie hier. Ohne, dass die aber irgendwie eine Befestigung haben, sondern die liegen einfach nur hier auf. Dann sind die Steinchen hier drauf geklemmt und die, und da ist dann die Befestigung zustande gekommen. Also, ja, schon tricky in der Bautechnik. Da wurden sich Gedanken gemacht. Finde ich sehr, sehr schön. Macht auch soweit alles Spaß, hier mit den Steinen zu bauen. Die haben eine gute Klemmkraft. Ihr seht, ich habe hier noch einige Teile rumliegen. Was mir aber direkt mal aufgefallen ist, ja, hier diese glatten Teile, die sind schon recht verschrammelt. Also hier kann man das schön sehen. Auf den größeren Teilen hier, da sind sehr, sehr viele Kratzerchen drauf. Kennen wir ja so von Klemmbausteinen, die aus China kommen. Von daher bin ich hier wenig überrascht. Sie sind verkratzt und etwas verschrammelt, was jetzt hier bei der Viper nicht besonders schlimm ist, denn das ist ja eh ein bisschen abgeranztes Raumschiff. Da macht das gar nichts. Sie waren auch stellenweise, lasst mich kurz schauen, ob ich das noch finde. Ja, waren die auch noch ein bisschen schmutzig hier aus der Fabrik, wie zum Beispiel hier dieser 1x2er habe ich schon weggewischt, da war noch ein bisschen Öl dran, ich schätze mal aus den Formen. Und auch hier haben wir nochmal ja, eine Verschmutzung, beziehungsweise das ist gar keine richtige Verschmutzung, sondern da ist im Kunststoff ja einfach noch ein dunklerer Punkt mit drin, den kann man nicht wegwischen, den kann man nicht wegkratzen, der ist einfach da. Also ich würde mal sagen, ja, China-Klemmbaustein, Mann, wieder abgeflogen. Qualität, aber es lässt sich gut mit den Steinchen bauen. Wobei man aber nicht erkennen kann jetzt, ja, wo die Steinchen herkommen, welcher Hersteller das ist, denn wir haben hier kein Branding drauf. Aber Hauptsache, die Klemmkraft ist eine gute und ja, soweit bin ich bisher gekommen. Ist ja erst der Baustep Nummer 4 und eine Sache schauen wir uns noch mal kurz an. Und zwar habe ich hier ja die Cockpit-Kanzel, ein Trans-Clear-Teil. Und ja, so richtig klar ist das allerdings nicht. Also da habe ich schon ja, Besseres gesehen, was die Klarheit anbetrifft. Dafür ist es dann gar nicht mal so viel verkratzt, wie man das sonst von den China Trans-Clear-Teilen her kennt. Aber ja, so richtig dolle durchgucken kann man nicht. Ist jetzt aber auch kein Riesenproblem, aber zumindest mal erwähnenswert. So, das kommt nochmal hier rein. Und dann geht es weiter für mich in Baustep Nummer 5. Ich freue mich also, Spaß macht das hier auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile hier bei Bauschritt Nummer 12 und ich muss euch nochmal was zu den Bautechniken hier sagen, denn die sind ungewöhnlich kreativ und man denkt manchmal, naja, gute Idee, hoffentlich hält das auch alles. Soweit bin ich jetzt momentan gekommen. Ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge Noppen an die Seite angebracht, wo dann später auch noch was angebaut werden kann. Und ja, so richtig dolle erkennen kann man noch nichts, aber er nimmt langsam Formen an. Aber eine Sache, die muss ich euch unbedingt noch zeigen, oder zwei Sachen besser gesagt. Einmal, wie hier gebaut wurde. Dafür muss ich hier mal kurz ein wenig was demontieren. Es geht mir nämlich einmal hier um dieses Teil. Wenn ich da mal das hier runternehme, dann sah das nämlich mal so aus. Also ich habe hier diese Bauumkehrnoppen schon dran und da müssen aber noch welche hier angebaut werden. Und zwar hier dran, aber da sind ja keine Noppen. Also nimmt man einfach hier die Teile und man legt sie hier drauf. Einmal auf der Seite und einmal hier auf der Seite. Dann ein bisschen festhalten und das Ganze wird dann nur dadurch stabilisiert, dass dann hier eine 2x4er Platte einfach drüber kommt. So, schön feste drücken und dann hält die ganze Geschichte. Also wir haben hier gar keine Noppenaufnahme, sondern das liegt hier alles nur glatt auf und wird dann durch die übergebaute Platte dann gehalten. Ist schon mal eine ganz interessante Sache. Dann auch hier bei diesem Bauabschnitt, da wurden, ich zeige es euch nochmal, upsala, da wurden also
einmal das Teil, einmal hier eine Achse mit Technikaufnahme, dann hier so ein kleines Technikteilchen und ja, hier so ein 1x2er-Stein mit Achsenaufnahme, dann hier zusammengebaut und das sieht in der Anleitung folgendermaßen aus. Nämlich so, das ist der Bauabschnitt, hier seht ihr die Teile und so soll es dann nachher aussehen. Und da muss man wirklich mal ein bisschen, also es ist jetzt nicht mega schwierig, aber man muss mitdenken. Ihr nehmt dieses Teilchen hier, steckt dort einmal die Achse durch, die Achse kommt dann hier nochmal in den 1x2er Stein rein und da kommt dann zum Schluss hier noch unser Technikteil drauf. Ja, dann haben wir hier so ein Teilchen hier gebaut und das kommt dann hier auf die Viper und zwar da hinten wird der Stein aufgesteckt und der ist dann auch wieder das einzigste, was hier eine stabile Verbindung einnimmt. Also nur hier auf den beiden Noppen ruht das Ganze und dann ist es hier da eingesteckt und hier eingesteckt und ist quasi hier frei schwebend, einmal hier ja, ohne feste Verbindung drauf. Also alles hängt an der Achse und die steckt hier am Steinchen dran. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine mit interessanten Bautechniken. Also, das ist kein standardmäßig Lego-Bauen hier, sondern die Leute von Bluebricks hier, der Designer oder die Designer, die haben sich hier echt Gedanken gemacht, wie man eine schöne Viper bauen kann. Also, mir macht es echt sehr viel Spaß und ich mache jetzt direkt mal weiter. Bauschritt 22. Ist es nun passiert? Ich hoffe nicht, aber ich glaube, mir fehlen Teile. Ich habe hier alles mal durchgewühlt, aber das, was ich gesucht habe, habe ich nicht mehr gefunden. Und zwar einmal hier dieses Teilchen hier mit den beiden Noppen, dieses Schrägteil. Das habe ich nur noch hier in diesem dunklen Grau gefunden, aber nicht mehr in dem hellen Grau, wie ich das hier eigentlich brauche, um es hier oben zu verbauen auf der anderen Seite. Genauso hier dieser besondere 1x2er-Stein, das ist so der hier. Auch den konnte ich hier nirgends mehr finden. Vielleicht habe ich es aber auch nur übersehen. Ich hoffe mal, dass er noch auftaucht. Aber ja, soweit ich jetzt hier mal rumgeguckt habe, konnte ich nichts finden. Ich hoffe echt, das geht jetzt hier nicht mit Fehlteilen los. Das wäre nämlich sehr, sehr ärgerlich. Denn ansonsten macht das hier echt Spaß zu bauen. Schöne Bautechniken und er nimmt langsam Formen an. Und ist auch stabil, ja, obwohl hier manche Sachen gebaut wurden, dass da quasi alles frei schwimmend ist und wird nur von oben gekontert, ist da alles noch sehr stabil, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich hoffe mal, die Teile tauchen noch auf, bauen wir einfach weiter. Teilweise muss ich mich korrigieren, ein Teil ist wieder aufgetaucht und zwar das hier. Ja, das habe ich noch gefunden, allerdings, ja, hier dieses dreieckige Teil in hellgrau ist noch nicht wieder aufgetaucht. Aber egal, ich mache jetzt hier einfach weiter oder habe schon weiter gemacht und habe hier schon die Seitenverkleidung gebaut. Einmal hier schon angebracht und einmal liegt sie hier noch für die andere Seite. Alles schön verfliest, ja, sieht gut aus. Natürlich auch hier alles ein bisschen verschrammelt und vermackt, aber macht hier bei der Viper wirklich jetzt kein großes Problem. So ist das Teil dann von hinten gebaut, ein paar Platten, Haken dran und die Haken, die braucht man auch, denn das ist hier ja an den Haken befestigt. Hier kann man sehen, das wird einfach hier angeklippt, hier werden die beiden Haken reingeklippt und dann kann man das hier so in Form bringen, damit es auch vorne ein bisschen zuläuft. Ja, und das mache ich mal eben noch schnell und dann hat die Viper ja eigentlich schon ihre Grundform sozusagen erreicht. So, lass mich kurz schauen. Einmal reinklippen und da ist das ganze Teil abgegangen. Ah, da ist noch nichts gegen gekontert. Egal, mache ich hier wieder dran. Gar kein Problem. So, da haben wir es und dann können wir hier einmal das vorne so zuklappen. Und dann sieht das doch schon bis hierhin richtig nach Viper aus. Und hier sieht man, wie wir hier diese zulaufende Form durch diese Bautechnik hier dann hinbekommen haben. Ja. Schön, also macht immer noch Spaß. Ich hoffe dennoch, dass hier das entsprechende Teil noch in hellgrau auftaucht. Ansonsten, naja, hoffe ich zumindest mal, dass es nicht fehlt. Drückt mir die Daumen, weiter geht's. So, jetzt habe ich hier das Mittelteil der Schnauze gebaut und auch schon teilweise angestöpselt. So sieht er von vorne aus und auch hier wird nochmal die gleiche Technik zur Befestigung verwendet, nämlich einmal das Teilchen hier,
das dort in den Haken reingreift. Ja, hier kann man, ja, wenn ich hier rangehe, da könnt ihr das innen drin schon sehen. Da wird also in den Haken hier nochmal einfach reingeklippt. So, da. Und dann nochmal ein bisschen hier draufschieben. Und fertig ist das Vorderteil. Also zulaufende Form. Oben der rote Streifen, wo allerdings leider ein Farbunterschied besteht zwischen der langen Fliese und hier der kleineren. Denn die kleinere, die ist ein bisschen heller geraten als hier die rote Langfliese. Aber naja, irgendwas ist ja immer, das ist halb so wild. Leider habe ich jetzt hier auch, ihr erinnert euch, das dreieckige Teil hier, das ich in diesem Hellgrau vermisse, habe ich ja in Dunkelgrau verbaut. Aber das habe ich jetzt hier bei dem letzten Bauabschnitt, denn hier an der Spitze ist es verbaut worden, gebraucht. Das heißt, ich musste es hier an der Seite ja, ausbauen und da fehlt mir jetzt eben das Teil. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Ich befürchte wirklich, dass ich da ein Fehlteil habe. Dann muss ich Blue Bricks nochmal anschreiben. Aber ja, er nimmt Formen an, sieht schön aus. Auch hier, was ich ganz nett finde, ist dieser rote Streifen, der hier fortgeführt wird, hier oben. Das ist mal ja, Blick zum Detail. Sehr schön. Also, macht immer noch Freude. Wir sind übrigens bei Bauschritt 38 gelandet. Mit 39 geht es weiter. Da bauen wir jetzt hier schon mal das Triebwerk oder einen Teil vom Triebwerk. Also, weiter geht's. Das ist unsere aktuelle Heckansicht und so sieht die hintere Seite aus. Die ist jetzt schon ziemlich verkleidet worden, hier mit vielen Slopes. Sieht sehr schön aus, auch mit den roten Akzenten, die hier einmal komplett rübergehen. Dann haben wir hier diese Gelenkteile hingebaut, damit man hier so eine Schräge dann hat. Einmal hier oben und einmal hier unten. Ja, macht einen guten Eindruck. Und ich habe jetzt nur mal die eine Seite fertig gebaut, damit ihr nochmal den Unterschied seht, was hier alles dran gebaut wird. So sieht das auf der anderen Seite aus, wenn hier unten noch alles Mögliche fehlt. Also wirkt auch relativ stabil. Also ich sag mal, beim Andrücken muss man schon hier und da ein bisschen aufpassen, dass man hier an den richtigen Stellen drückt, dass nichts auseinanderfliegt. Aber alles in allem muss man sich ja keine Sorgen machen, dass da großartig irgendwas auseinanderfällt. Das ist schon soweit stabil gebaut, unsere Viper. Bauschritt 50. Jetzt kommt hier noch die zweite Seite dran, dass die hier auch noch verkleidet wird. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.